Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Hey Garrus, was los? Sitzt du Kragen, scheiße? Nerviges Gefühl, ne? Wir sind immer noch auf Omega, haben am letzten Mal Garrus geholt, wollten eigentlich direkt weitermachen mit Morden, den auch für unser Team holen, und irgendwie kam so eine kleine Sidequest dazwischen. Oder auch zwei. Aber das lässt sich nur kurz klären. Wir haben's geschafft. Sie starkes, tödliches Monster von einem Menschen. Überall auf der Station geht die Kunde von meinem Sieg. Jetzt werden Sie mich wieder ernst nehmen. Passen Sie auf sich auf, Patriarch. Leben Sie wohl, Mensch. Übrigens, hüten Sie sich vor Aria. Sie findet vermutlich gut, was Sie getan haben. Aber das ändert sich, wenn Sie das Gleichgewicht auf Omega ändern wollen. Ach, ich glaube, das erinnert Sie zu sehr an sich selbst. Okay. Ja gut. Haben wir schon gehört, Aria ist hier quasi die Königin. Interessante Nachrichten. Archangel lebt nicht mehr. Komisch, wer ist das hinter mir? wo war Aria jetzt? Dass ich mich jedes Mal wieder hier verlaufe. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Und sie ist da oben. Ich muss wahrscheinlich mit Gris reden, nicht mit Aria, oder? Aria will mit Ihnen Ja. reden, Mensch. Sie hat gehört, dass Sie sich selbst. Es heißt, Oracles Krant hätte die Männer ausgeschaltet, die ihn töten sollten. Witzig, ich wusste gar nicht, dass er einen Krant hat. Der Patriarch hat mehr Einfluss, als Sie glauben. Verstehe. Na gut, dann sollte ich wohl in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Das hatte ich zwar nicht verlangt, aber Sie haben den Job erledigt. Also. Sie haben viel für mich getan, Shepard. Ich möchte Ihnen auch einen Gefallen tun. Wir schicken Ihnen die Koordinaten eines Lagers auf einer nicht erfassten Welt. Wenn Sie wollen, gehört es Ihnen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Was immer Sie finden, Sie können damit machen, was Sie wollen. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Sie sollten sich einen netten jungen Mann suchen, der Sie bis dann. Gut. Wieder 50 Erfahrung. 50 Erfahrung ist gar nicht mal so viel. Ja, die brauche ich mal für ein Level-Up. Gut, momentan 100 fürs nächste Level, aber so gut, dann ist 50. Ist noch am Anfang, das ist wahrscheinlich noch okay. So, jetzt können wir endlich dahin, wo ich letztes Mal schon hin wollte. Nämlich zur Quarantänezone, um Morden zu holen. So, hier lang. Bezirkswache. Okay. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Sie müssen mich rein. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Mordin Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Mordin versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Das Wichtigste ist, dass Sie das Problem schnell lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment!
Mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Eine Quarantänezone für eine Seuche, die Turianer befällt. Warum gehen wir nicht mal wohin, wo es schön ist? Es ist sicherer, bei einer Truppe zu bleiben, die immun gegen die Seuche ist. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Wenn Sie mich brauchen, wird mich ein mickriger Husten nicht zurückhalten. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob es irgendeine Auswirkung gibt, wenn wir Garrus mitnehmen oder nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich schon mal ausprobiert habe. Ich lasse es einfach, keine Lust, dass sich das irgendwie negativ auf uns auswirkt. So, auf geht's. Du hast... Natürlich! So, habe ich hier noch eine Karte? Nee. Nur ein grobes Radar. Aber das reicht mir eigentlich schon. Ich muss ja nur ungefähr wissen, wo ich hin muss. Und ich habe völlig vergessen, dass ich das Ding überhaupt habe. Kann ich ja gedrückt halten? Ja, kann ich. Ist nur ziemlich umständlich für die Haltung. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Nicht schießen? Ja, ich hätte dich gerade fast umgelegt. Pass ein bisschen auf, wo du zielst, Mann. Irgendwas hier. Nö. Gut, dann schieße ich halt auf alle Blue Suns und Watcher. Sind das Blue Suns? Das ist Blue Suns. Beeindruckend! Feinde vor uns! Zwei weniger. Kurz gucken, sind das Blue Suns? Ja, das sind Blue Suns und tot. Wieder ein bisschen Geld für uns. Und ein Batarianer. Ein Mensch, hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Die Menschen haben die Seuche... What? Ich muss Mordin Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Vorschau diesen Mordin und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Wenn ich Mordin gefunden habe, erzähle ich Ihnen von ihm. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu Ihnen bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben Sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Mordin ist. Ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies. Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen.
Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Vulture nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Vulture sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Vulture die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Vulture nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf Ihre Spezies hin. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Mensch. Ja, von mir aus, wenn es dir dann besser geht. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst Brandmuni ausrüsten? Hier kommen wir rein. Nee. Ich war auch mal besser in diesen Dingern. Irgendwie konzentriere ich mich gerade nicht richtig. Bin ich auch richtig? Nein, sehr gut. Ich bin nicht richtig, also bin ich quasi richtig. Ich will ja erst dahin, wo ich nicht richtig bin. Ergibt das irgendwie gerade Sinn? Sehr nett. Beeindruckend. Ärger voraus. Scheiße. Ja doch, Snipen sind zum Beispiel echt eine schöne Sache. Vor allem, weil man nicht unbedingt auf den Kopf zielen muss, um tödlich zu sein. Das macht es relativ einfach, auch wenn man nicht so gut darin ist. Und jetzt muss ich doch wieder die Knarre wechseln. Ja, ich hätte gerne mal ein paar andere Waffen. Der Sniper ist zwar gut, aber mit den anderen beiden bin ich nicht wirklich zufrieden. Und drei Knarren sind halt nicht so nützlich, wenn man quasi nur eine sinnvoll benutzt. Vielleicht sollte ich dir auch mal die andere Knarre in die Hand drücken, oder? Moment, du hast doch Pistole. Na gut, dann bleibst du mal dabei. Das ändert im Endeffekt auch nicht viel. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte, was ich immer für Waffen mit hatte. Also ich weiß noch, welche Sniper ich benutze, früher benutzt habe und auch wieder benutzen werde. Ganz einfach, weil es das Beste im Spiel ist. Aber ich weiß nicht mehr, was ich für eine Pistole und was für eine MP dabei hatte. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Erhöhter Sturmgewehrschaden, sehr schön. Okay, ich gehe erst hier lang. Wobei, wahrscheinlich kann ich hier nur von oben drauf schießen. Ja. Was gar nicht mal so nützlich ist, wenn man so wenig Muni hat wie ich. Ja, ich kann von hier aus guten Technik draufhauen. Entschuldigung.
Na, ich glaube, die Pistole ist besser, die ist präziser. Ey, ich geh runter. Das ist... Ja, was heißt, eine Treppe. Ich könnte die Treppe nehmen. Das klingt gar nicht mal so doof. Ich könnte auch wieder mal die Fähigkeiten meiner Freunde benutzen. Na, Freunde. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt daneben ballern. Was haben wir hier noch so? Oh, da vorne lag, glaube ich, Munition. Ja, auf der anderen Seite. Ich renne da gehen aus dem Weg. Von wo kommt jetzt der Schuss? Weißt du nicht, wo bei dir die Augen sitzen, Jacob? Aber bei den Watcher sitzen sie woanders. Sonst ist mir relativ egal. Wo sind wir denn überhaupt gelandet? Element Zero. Und sonst nichts? Nicht mal Munition oder so? Verdammt. Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ da auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Die Toten bestehlen, das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen sie uns erschießen? Diese Seuche wird nicht ewig dauern. Wenn die Blue Suns zurückkommen, wird es sie nicht freuen, dass sie ihre Wir plündern. Naja, vielleicht finden sie es ja nicht raus. Schließlich gibt es keine Zeugen, die es ihnen stecken könnten. Sind der Kram von einem toten Turianer und ein paar Credits das Risiko denn wirklich wert? Wir wollten nur ein bisschen schnelle Kohle machen, aber so wie Sie es darstellen, war es wohl doch keine gute Idee. Wir haben sowieso kaum was Wertvolles gefunden. Vermutlich haben Sie recht. Es ist die Mühe nicht wert. Kennen Sie einen Salarianer namens Mordin Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, Sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Schade. Ich sehe halt, für die Pistole geht mir auch die Muni aus. Hat der Torian zufällig hier Muni umliegen? Nein? Schade. Ich brauche dringend Munition. Na, davon liegt welche. Ich nehme noch was. Nö, da liegen nur Leichen. Ah, ist ein Anfang. Und hier bin ich richtig. Da lang? Ja. War da hinten noch ein Gang? Ich glaube nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Ah ja, da, Klinik. Kein
warten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Ach, eigentlich sind die Mechs jetzt nicht wirklich ein Problem. Und denen habe ich schon eine Menge abgeknallt. Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich habe das Gefühl, ich habe was übersehen. Morden hat mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Habe ich irgendwie eine Waffe aufgenommen, ohne es zu merken? Nö. Kann natürlich sein, dass ich eine übersehen habe. Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die die Apartments der Toten geplündert haben. Hier ist richtig schlecht. Professor, uns geht das Cefoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso gut. Kann bei Batarianern zu Kämpfen führen. Daher zusammen mit gutem Erfolg verabreichen. Ist für Menschen giftig. Also keine Option. Keine Option. So, ich plündere hier kurz meinen gesamten Laden. Auch wenn ich das Zeug nicht mehr brauche. Oh, was soll's. Ich nehme doch alles mit, was ich finde. Ah, Munition. Nee, doch nicht. Nur für schwere Waffen. Gut. Wir haben Morden Solus gefunden. Und ich denke, beim nächsten Mal können wir ihn dann noch ansprechen. Ist eigentlich. Wenn die Krankheit für alle ansteckend ist, dann wahrscheinlich auch für Salarianer, ne? Gefährlicher Job, den du hier hast. Naja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.